Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Grid Autosport. Wer die gestrige Folge nicht gesehen hat, muss die unbedingt schauen, denn das ist die Fortsetzung, so gesagt, das zweite Rennen von diesem Cup, wenn ich so sagen will. Und wir fahren hier im Indianapolis Circuit of the American mit unserem schönen Golf R. Und der No-To-Racing-Cash, unser Gegner vom letzten Part, auf der letzten Position. Und wir auf Platz 9. Wir müssen uns nach vorne kämpfen. Das Feld ist so gesagt wie voll. Also so gesagt voll. Denn 12 Fahrer maximal, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und 11 sind natürlich in der Lobby. Das erste Mal, dass so richtig viele Leute in einer Lobby sind. Hatte man auch schon lange nicht oder gar nicht. Juhu. Ja, da wird mir natürlich die Hölle versuchen heiß zu machen. Und es geht jetzt los. Ja, schau mal. Also der hat sicher, das ist getuned. 100 Pro ist der getuned. Der kann nie so schnell fahren. Also Beschleunigung ist besonders ist getuned. Wow. Ja, wir kürzen alle ein wenig ab und ich ja, profitiere jetzt einfach mal. Ah, da wollte ich innen durch. Und ja, schau mal, wer hinter mir ist. Ja, so kommt. Haut doch mal ab, ey. Da gleich zwei versucht zu überholen. Der Niederländer. Ja, er hat versucht, mich abzublocken, abzuwehren. Ja, hat aber nicht geklappt. Aber hey, schau mal, das Auto von diesem anderen da. Also ist anscheinend echt eine Turbobolide hier. Ich hab's gewusst, dass er es macht. Deshalb habe ich ihn vorbeigelassen. Also versucht, vorbeizulassen. Da so. So rum. So, jetzt sind nur noch wir drei hier. So, machen wir Platz hier. Hau ab. So, jetzt haben wir den... Boah, wow, das gibt er mir noch von eine mit, ey. Das ist ja nicht wahr, oder? Jetzt will ich dann gleich dieser Geschwindigkeitsüberschuss vom anderen sehen, da. Vom Briten. Boah, das ist natürlich scheiße, wenn man führender ist. Tschüss. Macht euch mal ohne mich da gemütlich. So. Jetzt sind wieder nur wir zwei hier vorne. Ich hoffe, dieses Mal zieht er den kürzeren. Ich hoffe es einfach. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Weil hier kommt es schon ein wenig auf mehr Fahrskill an. Noch diese Strecke bekannt von jährlichen Serien. Und wir sehen, er hat Mühe. Er hat Mühe. Das sieht gut aus. Das freut mich natürlich immer, wenn ich gegen jemanden gewinne, der besseres Material hat oder der... Ja, der halt einfach stärker ist. Nicht vom Fahrerischen, sondern vom Grundbesitz, also jetzt von seinem Auto, so gesagt. Das freut mich natürlich immer, wenn ich dann ein bisschen, also dass ich schneller bin. Ich muss jetzt einfach schauen, dass ich ihn jetzt auf der Zielgeraden in Schach halten kann, wenn er da mit seinen gut 250 wahrscheinlich dann angebraust kommt, mit seinem getunten Golf. Mal schauen, wie schnell wir fahren. 2,50 ist ein bisschen viel. 2,20. 2,25. 2,30. Also gut, 230 kriegen wir auf dem Tacho. Muss sagen, ist für so einen Golf eigentlich gar nicht so langsam. Oder? Und wenn er jetzt noch was will, dann muss er Gas geben, weil letzte Runde eine recht große Lücke ist das hier. Obwohl ich glaube, der wird schon noch sein Turbo zünden.
Scheiße. Jetzt ist er nochmal näher gekommen. Also er ist schon schneller. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch verteidigen. Es ist nicht mehr weit. So. Das Auto ist mir da ein wenig ausgebrochen. Es reicht hoffentlich. Es sieht gut aus. Das sieht souverän aus. Mit unterlegenem Fahrzeug gewinnen wir hier in Indianapolis. Oh, das freut mich aber. Da kann ich ein bisschen beruhigt schlafen dann heute Abend. Nee. Ja, und wie? Da haben wir nochmal richtig Zeit rausgeholt. Yes! Und wir sind auch die schnellste Rennrunde gefahren. Also es ist nicht so, dass wir hier langsam sind. Sondern wir sind wirklich die schnellsten auf der Strecke gewesen. Das gefällt mir. Hui! Ja, kommt. Oh, bin ich müde. Boah. So, ich bin müde. Hui. So, hui. So, die letzten drei fehlen noch. Ja, draußen das Wetter hat ein bisschen gebessert. Heute Morgen war ja wirklich Sturm und Hagel und was alles runter mag. Und jetzt hat das Ganze ein bisschen gebessert. Und ja. So, komm, mach mal Ende hier. Ja. So. Stufe hier nochmal 1904 EPs bekommen. Und auch jetzt hier nochmal Fahrzeugbelohnung. Level 5, Level 6, Level 7, Level 8. Nee. Es reicht noch für Level 8. Aber nicht für Level 9. Okay. Wir können jetzt da tunen. Frontaufhängung, Heckaufhängung. Das werden wir jetzt nach dem nächsten Rennen dann gleich mal anschauen. Direkt. Füge deine Sponsoren hinzu. Ja, okay. Sponsoren kann man auch hinzufügen. Ist doch interessant. Wir werden jetzt hier die Session verlassen und werden nochmals versuchen, einen Langstreckendingens zu fahren. Indem wir jetzt hier einen Langstreckendingens suchen. In der Lobby. Ja. Gut, come on, gib ihn. Hoffentlich können wir noch nachjoinen, bitte. So, Audi, wo bist du? Ah, das ist nicht da, okay. Bereit melden. 20 Minuten. По какому языку он говорит, кто-нибудь понимает? Nee. Von dem hier, stumm. Aber wenn das 20 Minuten... Was? 20 Minuten? Willst du mich verarschen? Wir lassen uns einfach mal überraschen, was das Spannendes auf uns erwarten. Sonst werde ich den einfach einen kleinen Cut in diese Folge reinmachen. Weil das wird einfach so nicht gehen. 20 Minuten ist recht lange. Autosport Raceway GP-Strecke. 5,9 Kilometer. Sehr lang. Und alle fahren Honda HSV 010 GT. Keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Da will einer nochmal mit uns reden. Aber ich muss mal sagen, der Honda ist auch viel das stärkere Auto. Gegenüber dem Toyota war es, glaube ich, den wir noch auswählen konnten. Okay, also was es jetzt genau ist, weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also es geht, glaube ich, anscheinend wirklich 20 Minuten. So, also ich bin ready. So. Und sonst wird das halt eine ganz lange Folge. Weil der würde ja auch nicht schaden, das wäre ja cool. So. Ja, ich hoffe, wir können das auch gleich mal loslegen. Wenn es... Ja, halt die Fresse. Ja, der will jetzt auch noch was sagen, das ist doch ein Witz, oder? Hallo. Die sind ja geil. Hallo. Okay. Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktionieren wird. Ah, das geht über 20 Minuten. Aha.
jetzt verstehe ich. Und Reifenabnutzung ist hier, glaube ich, auch noch inklusive. Oh, aber das ist ja der Nissan. Der Nissan. Doch, ist ein Nissan. Der geht ja schön ab hier. So. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus hier. Also kann man da auch einen Boxenstopp einlegen? Also ich verstehe das Ganze jetzt nicht. Anscheinend kann man das, ja, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt 20... Wow! Oh, scheiße. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt 20 Minuten lang mit diesem Auto da rumfahren kann. Mit dem Auto, was rede ich? Mit den Reifen meine ich natürlich. Weil ich glaube, ich beschädige die einfach zu fest. So, langsam hat sich das Feld einsortiert. Die schnellen Fahrer sind vorne und die eher langsameren hinten. So. Links, rechts. Nee, man kann also Reifen nicht wechseln. Die Boxengasse ist zu. Also nach 2 Minuten habe ich schon 10% an meinem Reifen verloren. Oder ist es, geht es so lange, bis die Reifen halt unten sind? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber der Nissan, der ist echt geil. Gefällt mir. Da muss ich auch sagen, die Traktion, all das ist sehr gut. Also es ist wieder Lalo oder was hab, was bin ich da gefahren? Lola? Lola, glaube ich, war das. Ja, ihr wisst ja schon, was ich meine. Ja, schön um die Kurve. Also den Modus gibt es ja auch, hat es auch schon in Duet 2 gegeben. Aber halt nur nicht so lange. Das verstehe ich halt nicht. So. Also mal voll hier. Rechts, links. Achtung. Das Auto kommt. Aber auch sehr gerne mal schnell quer. Aber wir haben da gut Vorsprung. Also... passt schon ganz gut. Ja, das sieht gut aus. Ja, was will der eigentlich, ey? Also das war jetzt richtig ein geiler Drift hier. Ah, der tut mir leid, dass ich den jetzt nicht auf Sturm schalten kann. Der muss euch jetzt leider nerven. Oh. Nochmal gut gerettet da. Am Limit, aber. Ich weiß halt auch nicht, wie die Reifen sich dann fahren lassen, wenn... das, aber wenn die dann... Oh, fuck. Wenn die dann halt abgenutzt sind, also ich, keine Ahnung. Ja, die ist schon von der Schulter. Ja, halt doch die Fresse. Aber wir sind recht komfortabel hier in Führung. So, wir nehmen das Klassisch. Ja, halt deine Fresse. Halt deine Fresse.
Ну, мне машины такие не нравятся. So, also ich konzentriere mich jetzt echt, weil ich finde den Modus eigentlich ganz gut, nur es ist viel zu lange. Aber ich werde das jetzt nochmal in einen Part rein schneiden und das Auto dann halt in der nächsten Folge tunen. Also mal schauen, wie das funktioniert. Ja, und der hinten rechts, der macht mir jetzt schon ein wenig Sorgen. Schon nur nach guten 5 Minuten. Ja, wichtig ist, dass er nach gut 10 Minuten noch 50% hat, weil sonst wäre ich ein bisschen am Arsch. So, es war gut gefahren. Jetzt nochmal Linkskurve hier, doppel links, jetzt hier doppel rechts. Ah, und da kommt das Auto schon ein bisschen ins Driften, weil er nur noch 71% 70% Reifen noch da ist. Aber es ist echt geil. So. Also eben wie gesagt, es würden auch 10 Minuten reichen. Also man muss hier nicht 20 Minuten lang fahren, weil das ist einfach, also ich finde, es ist viel zu lange. Boah, da wieder ein bisschen Traktion verloren. Ich meine, wir haben noch 67% auf dem rechten hinten. Ja, das wird knapp. Also es fährt sich eigentlich wieder Lalo oder Lola oder was es auch war. In der letzten Folge oder der vorletzten Folge, ich weiß es nicht, müsst ihr mal nachschauen. Aber ich glaube, es könnte aufgehen mit den Pneus und mit den Reifen, mit dem Gummi. Oh, da trifft dich ab. Ah! Scheiße, Totalschaden. Ja, okay, das ist natürlich scheiße jetzt. Ja, hallo. Ja, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, die werden jetzt alle an mir vorbei rasen mit ihren Autos. Und wenn wir einfach mal zuschauen jetzt. Bei unserem neuen Erstplatzierten, den Smerch DS. Obwohl, der hat auch schon ein recht demoliertes Auto. Ah, sieht scheiße. Ah, warum habe ich jetzt da die Karre geschrottet? Oh mein Gott. Ja, jetzt müssen wir halt warten. Ah, nee. Oder was, wisst ihr was? Ich glaube, ich beende die Folge jetzt einfach und, dann werdet ihr halt die Episode so nicht sehen, aber ich werde beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen.